Dann habe ich das Geld an irgendwelchen Stellen ausgegeben. Dann kam die nächste Miete und ich war so, Bro, ich habe kein Geld für die Miete. Unangenehme Fragen von Kevin. Habe ich mega Bock drauf. Ganz kurze Side Note. Ich saß beim Kampf von Trimax neben Elotrix, was für mich übelst krank war, weil natürlich bin ich kranker Elotrix-Fan und das war einer der ersten Leute, die man so richtig auf YouTube verfolgt hat. Und irgendwann habe ich auch so zu dem gesagt, ey, was geht? Keine Ahnung, ob du mich kennst, aber du bist richtig Kindheit für mich und das übelst krank, gerade neben dir zu sitzen. Es war ernst ein krasser Moment für mich. Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist mal wieder soweit. Wir beantworten unangenehme Fragen. Heute sind mit dabei Elotrix, falls er es geschafft hat, bis zu diesem Upload die Dateien zu schicken. Und Elias, ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. So, moin moin, die Ereignisse überschlagen sich. Hier werden jetzt 10 unangenehme Fragen gestellt. Bist du bereit? Ja. Weiß nicht. Bewaffnet und ready. Frage 1. Geil. Wie hoch war deine höchste Steuernachzahlung? Ich musste noch nie Steuern nachzahlen. Ich werde bald vorzahlen müssen. Ich werde, glaube ich, 60.000 Euro für letztes Jahr zahlen müssen. Und dann wahrscheinlich genau das gleiche nochmal vorzahlen fürs nächste Jahr. Höchste Steuernachzahlung? Also ich glaube, die höchste Steuernachzahlung, die ich jemals hatte, ist die, die ich jetzt aktuell habe. Naja, ich mache das ja noch nicht so lange, muss ich sagen. Deswegen hatte ich bis jetzt auch nur eine. Die war aber unangenehm und zwar 215.000. Boah. Krass. Höchste Steuernachzahlung? Ich glaube, ich muss für die letzten 2 Jahre oder so nachzahlen. Und die ist auf jeden Fall bei so 450.000 oder so. Digga, so viel habe ich in meinem Leben noch nicht verdient, aber es ist nice. Das bedeutet ja gleichzeitig, dass die Leute so vermutlich oder mit ziemlicher Sicherheit mehr als das Doppelte verdient haben. Sehr nice. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht den genauen Wert, weil meine Mom sich darum kümmert, aber so roundabout. 2021 lief deutlich besser als geschätzt, deshalb ist die Nachzahlung dementsprechend hoch ausgefallen. Noch gar nicht so lange her, da habe ich mit der Steuerberaterin telefoniert. Schwarz vor Augen ist mir geworden. 860.000 für 2020 und 21. Digga, wo kommt das ganze Geld bei dem her? 800k ist schon böse. Oder Kevin hat so extrem steueroptimiert gearbeitet und die Mama hat so krank gedribbelt und Elotrix gar nicht, aber sei es allen gegönnt. Frage 2. Würdest du für einen deiner Freunde eine Kugel fangen? Ich wollte eigentlich direkt sagen, ja, ja, safe. Aber alleine, dass ich jetzt überlege, würde wahrscheinlich heißen, dass ich es nicht machen würde. Das ist situationsabhängig, aber ich würde ganz ehrlich, Hand aufs Herz, würde ich nein sagen. Wenn ja. Schlechter Freund. Für wen? Oh. Es gäbe wahrscheinlich so 3 Freunde, die für mich in Frage kommen würden. Aber ich glaube, all in eher nein. Das ist ein tough one. Boah, würde ich für einen meiner Kollegen eine Kugel fangen? Also, wir sind ja hier ganz ehrlich. Wenn ich dafür sterben würde, dann nicht. Ja, so, so. Bei Familie wäre es nochmal was anderes. So. Bei Freunde, beste Freunde. Kommt drauf an, ob die mich genervt haben in Among Us. Ich weiß nicht, wie es dann wäre in der Situation, aber so vom Ding her würde ich eigentlich sagen, ja. Die meisten könnten die Kugel ganz gut selber wegstecken, aber für Ehrenbruder Solution aka die Melone würde ich mir auch 2 Kugeln fangen. Also freundemäßig glaube ich für Dominik auf jeden Fall, also Reese. Aber ansonsten halt auch für meine Mom und ich glaube auch für meine Freundin. Ich denke, dass, ja, das würde ich machen. Frage 3. Boah, sehr schwierige Frage, Alter. Also ins Bein würde ich mir brettern lassen, Alter. Jede andere Position. Uff. Was ist dein Lebensziel von dir, das du noch nicht erreicht hast? Lebensziel, was ich noch nicht erreicht habe? Ein Haus bauen. Und zwar nicht bauen lassen, sondern so mäßig mit eigenen Händen bauen. Haus bauen, Baum pflanzen, Kinder, Frau, alles safe haben und finanzielle Freiheit, sodass man theoretisch nie wieder arbeiten müsste. Ansonsten 1 Mio YouTube-Abo, safe muss passieren. Und ansonsten weiß ich nicht. Lebensziel. Ich wette, Haus, Frau, Baum, Kinder, bei irgendwem auch noch mit drin. Ich glaube, jeder von uns sieht sich irgendwann in der Familiengründung mit Frau, ja, Kind, eigenem, ja, Haus, ja, und schönen Garten. Nice. Dass die Kinder Platz haben zum Spielen und vielleicht einem schönen Auto. Ja, das sind meine Ziele. Geil. Also ich will auf jeden Fall auf meinem Main-Channel 1 Million YouTube-Abonnenten haben. Okay. Sowas kommt halt von alleine, wenn man einfach sich bemüht, gute Videos zu machen. Was bis jetzt noch nicht so gut läuft, LOLW. Ich würde ganz gerne mal Kinder haben, eine Frau, Kinder, ein schönes Häuschen, die zum Training fahren, zum Spiel. Das ist so mein Traum-Szenario. Und so finanziell würde ich ganz gerne meiner ganzen Familie irgendwie, würde ich gerne allen ein Haus kaufen, eine Wohnung kaufen, dass niemand von denen arbeiten muss. Nice. Sehr nice. Also im Prinzip alle das Gleiche. Hund. Ich will einen Hund. Und auf jeden Fall ein Dorf, um da einzuziehen. Ja, okay. Geil. Digga, ich habe alles vorweggenommen. Ziel Nummer 1 sollte immer sein, dass man glücklich ist, erfüllt das, was man macht,
mit Leidenschaft macht, Spaß dran hat und natürlich auch gesund bleibt. Ne? Das sollte eigentlich Priorität Nummer 1 bleiben. Ne? Alles andere ist nebensächlich in meiner Ehrentricks. Frage 4. Was war dein letzter Not My Proudest Fab Moment? Digga, was? Was? Was war dein letzter Not My Proudest Fab Moment? Mein was für ein Moment, Digga? Also einfach, wann man sich auf irgendwas eingejoinkt hat und sich dann dachte so, hey, what the fuck, auf was habe ich mir gerade eingejoinkt? Ich verstehe die Frage nicht. Also ich muss sagen, ich habe sowas eigentlich nie. Ja, aber habe ich nicht. Ich suche mir ja vorher raus. Ja, habe ich nicht, sorry. Dass ich so mir so danach denke, boah, das war echt ekelhaft oder so. Aber ich hatte letztens, und das habe ich wirklich für die Wissenschaft gemacht. Oh, sorry, ich habe mir aus Versehen einen auf Papa Platte runtergeholt. Papa Platte Fandom. Mm. Ich habe mal versucht, wieder nach roundabout 10 Jahren es nicht zu tun, habe ich es mal versucht, wieder auf Hentai zu machen. Und es hat beim ersten Mal. Wie konnte das passieren? Getried, dann habe ich es nochmal eine Woche später getried auf eventuell Kim Possible Porn. Und es hat funktioniert. Aber das habe ich auch nur gemacht, um zu gucken, ob es noch funktioniert. Das war was für die Wissenschaft. Frage 5. Gibt es jemanden in deinem Freundeskreis, den du zwar tolerierst, aber nicht wirklich magst? Ja, Bro, Alter, das passiert so häufig. Unser Freundeskreis ist sehr groß. Es ist so ein Kreis von 10 Leuten. Und die sind alle jobmäßig in die verschiedensten Richtungen. Die lernen die ganze Zeit neue Leute kennen. Eigentlich bei allen, die sich dann, wo es sich dann rauskristallisiert hat, okay, die bleiben im Freundeskreis, habe ich sie dann über die Zeit angefangen zu mögen. Und jetzt sind sie fester Teil und ich finde es mega geil. Häufig ist es bei mir aber so, wenn jemand neu dazukommt, denke ich so, nee, der fuckt ab. Also die Leute, die bleiben, mag ich. Nein. Weil dann wäre er nicht in meinem Freundeskreis. Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe mir eigentlich vorgenommen für 2022 und auch schon für 2021 mit Leuten, die ich nicht mag, auch einfach nicht zu chillen. Deswegen hat Kevin mir die letzten 3 Male abgesagt. Würde ich ihn nicht als Freund zählen, sondern halt als Bekannten. Ich halte meinen Kreis klein und chill nur mit Leuten, mit denen ich auch Lust habe, mich zu umgeben. Und ja. Aber wenn ich so wirklich jemanden nicht leiden kann, da werde ich schon darauf achten, dass ich keine Zeit mit ihm verbringe. Das würde nicht passieren. Ich bin da nicht so. Ich glaube, manchmal gibt es so, dass jemand jemanden mitbringt oder so, den man vielleicht jetzt nicht ganz so krass mag. Aber ich kann dann auch cool mit den Leuten reden, auch wenn ich jetzt nicht so überkrank mit denen cool bin, so mäßig. Aber grundsätzlich würde ich die Frage eigentlich mit Nein beantworten. Frage 6. Wann bist du das letzte Mal bewusst unverantwortlich mit dem Auto gefahren? Okay, also da fällt... Bewusst unverantwortlich mit dem Auto gefahren. Wahrscheinlich, als wir in der Schweiz gedreht haben. Erinnert ihr euch vielleicht? Video aus dem Zug, Video aus dem Hotel. Da haben wir 3 Tage komplett durchproduziert. Komplett. Und ich wollte nicht eine Nacht in der Schweiz bleiben, um den einen Arbeitstag quasi nicht zu verlieren. Und dann sind wir am 3. Produktionstag um 22 Uhr noch aus der Schweiz losgefahren nach Hause. Das war so, da war ich auf der Autobahn und dachte mir so, ey Bro, das muss eigentlich nicht sein. Das war richtig scheiße, aber ansonsten selten. Aber macht eh keinen Unterschied, weil mein Auto ist, nachdem es 1,5 Monate in der Reparatur war und 3 Tage bei mir zu Hause war, direkt wieder in die Reparatur, weil ich in einen Nagel gefahren bin. Und jetzt steht er die ganze Zeit bei so einem Auto-Guy rum. Eine Situation ein. Da muss ich sagen, habe ich eine sehr klare Meinung. Jeder, der besoffen, bekifft oder weiß ich nicht, irgendwas anderes Auto fährt, ist ein absoluter Dummkopf. Du kannst dabei drauf gehen natürlich, aber was auch genauso schlimm ist, du kannst natürlich von anderen das Leben zerstören. Kennt ihr aus der Kinderüberraschung diese kleinen Plastik-Matchbox-Autos so mäßig? Ja, damit fahre ich gerne rum, weil auch immer noch in meinem Alter kein Führerschein gemacht. Bitte keine Kommentare darüber droppen. Digga, es fuckt mich so todes ab. Das ist jetzt schon ein paar Monate her. Leider erst gemerkt, als ich dann schon am Fahren war. Wir hatten den Tag davor extrem viel getrunken. Und also ich bin eigentlich jemand, ich trinke wirklich nicht über den Durst. Auf jeden Fall musste ich jeden nächsten Morgen relativ früh aufstehen, so um 8 oder 9. Und wir hatten so bis 4 Uhr gesoffen. Und ich hatte wahrscheinlich noch so ein bisschen Promille im Blut drin. Und musste dann ein bisschen Auto fahren. Und hab's aber leider erst gemerkt, als ich schon so 15 Minuten am Auto fahren war. Da habe ich dann so gemerkt, oh fuck, Digga, ich glaube, du bist... Oh fuck, ich bin mega besoffen. Noch ein bisschen betrunken und so. Und dann bin ich erstmal links overgepullt und habe erstmal bei der Tankstelle eine richtig dicke Flasche Wasser geholt und die erstmal so... und bin dann weitergefahren.
Oh. So halb geäxt und so eine gute Viertel bis 20 Minuten gewartet und dann habe ich gemerkt, das ging auf jeden Fall. Ja, ja, das stimmt, weil der Alkohol, den man sich dann über 8 Stunden angesoffen hat, ist dann innerhalb von 15 Minuten einfach verschwunden. Richtig. Fall schon. Dann bin ich weitergefahren. Ja, hätte ich dann gemerkt, dass ich quasi immer noch betrunken bin, dann hätte ich einfach noch länger Pause gemacht. Wenn ihr meint, es ist cool, besoffen Auto zu fahren, da gibt es Geschichten, Freunde. Da das kommt jetzt direkt nach Kevin. Ist euer Leben innerhalb von ein paar Sekunden komplett im Arsch. Da fahrt ihr besoffen Auto, überfährt jemanden, der stirbt und dann, ja, versucht mal damit zu leben. Da bekommt ihr krasse Strafe. Ihr müsst erstmal psychisch damit klarkommen, aber so bringt nichts. Holt euch ein Taxi, holt euch ein Uber, lasst euch von jemandem fahren, der nicht getrunken hat. Also, habe ich noch nie gemacht, werde ich auch noch nie machen. Da habe ich sehr viel Respekt vor, weil ich da schon echt schlimme Sachen gehört habe. Frage 7. Was ist deine größte Sorge aktuell, beziehungsweise wovor hast du gerade am meisten Angst? Dass der Bitcoin-Kurs. Das Ding ist, mein Kopf ist die ganze Zeit so. Also ernst, von morgens bis abends, ich denke die ganze Zeit nur über irgendeine Scheiße nach. Das nicht nur negativ. Ich habe nicht so die eine Sorge, aber ich sorge mich um viel. Egal wie gut es läuft, egal wie viel Geld ich verdiene, ich habe immer so irrationale Ängste und Sorgen, aber keine Ahnung, das ist einfach so. Das ist jetzt nichts, wo ich so sagen würde, hier, das ist die eine Sorge, die ich habe. Dass der Bitcoin-Kurs weiterfällt, kappa wappa schnapper. Boah, also so eine richtig dumme Angst ist, dass jemand bei mir einbricht. Oh. Meine größte Sorge. Aber das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil bei mir gibt's nichts zu holen, basically. Ich wohne gerade in einem Keller, der aussieht wie fucking garbage. Einbruch habe ich überhaupt keine Sorgen, weil es bei mir auch nichts zu holen gilt. Es ist ein bisschen deep, aber vielleicht ist noch eine weitere Angst, dass ich so nie wirklich zu 100% zufrieden werde mit meinen Videos und mit den Dingen, die ich mache. Ja, das habe ich auch. Weil ich in so einem Loch war, jetzt so das letzte halbe Jahr, wo ich nie so richtig zufrieden war mit den Dingen, die ich gemacht habe. Aber ich arbeite übelst krass daran und es wird immer, immer besser. Und je weniger ich mich quasi Sorge um sowas, desto besser werden wiederum die Videos, desto weniger mache ich mir dann Sorgen. Weißt du, was ich meine? Das ist so eine positive Spirale, die ich quasi nur selber so ein bisschen fördern muss. Jetzt wurde es deep, Digga. Wirklich, ich habe sehr Angst davor, was ist, wenn irgendwas jemandem aus meiner Familie passiert. Ja. Das ist so das, wovor ich am meisten Angst habe. Oh, und aber das sind so Ängste, die drücke ich immer direkt weg. Wenn ich sowas habe, dann denke ich, ah, scheiß drauf. So Familie irgendwie Erkrankungen bekommt oder Freunde oder so. Ich glaube, das ist so der Klassiker. Ich habe so ein bisschen Sorge, was den Gaming-Markt angeht, weil irgendwie... das ist geil. Ein Pepega-Game nach dem nächsten raus, ne? Irgendwie haben die AAA-Studios einfach verlernt, geil zu spielen. Digga, das ist 10 von 10. Wirklich sehr gut gecuttet. Ach, Story Games, ne? Das ist geil. Mehr, ne? Mit Elden Ring haben sie mich mal wieder richtig abgeholt. Aber ich mache mir, was der Gaming-Markt angeht, einfach ein bisschen Sorge, dass nicht mehr so geile Games wie damals rauskommen. Dass vielleicht die Zeit der richtig geilen Gaming-Industrie vielleicht vorbei ist. Aber ich kann mich auch irren und ich hoffe, ich irre mich. Und ja, nächste Frage. Frage 8. Wer ist die berühmteste Person, die du kennst? Irgendein YouTube-Atze. Wer ist der berühmteste YouTuber Deutschlands? Weil ich würde fast sagen, dass es Rezo ist. Monte Safe glaube ich nicht. Monte kennen sehr, sehr viele Leute. Aber Monte war nicht über Wochen hinweg Titelblatt, FAZ, in jeder Zeitung, in jedem Podcast, in der Tagesschau, überall. Also nur wegen den CDU-Sachen. I don't know. Vermutlich Logan Paul. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Logan Paul kenne. Das hart, nur weil wir 10 Instagram-DMs geschrieben haben. Deswegen ist es ein schwieriger. Die berühmteste Person, die ich kenne, mit der ich Kontakt habe, oder wie? Naja, also würde ich sagen, Timo Werner und Kai Havertz. Ah, stark. Mit dem bin ich ja in Kontakt, so. Vielleicht die berühmteste Person, die ich mal die Hand geschüttelt habe, wäre wahrscheinlich Shroud. Ansonsten vermutlich Simon Unge oder so Rin oder so. Ich kenne halt Marc Gebauer, ne? Boah, Kai Pflaume wäre auch hart. Den kennt jeder in unserem Alter. Den kennen alle, die Ü30 sind, aber den kenne ich auch nicht. Also und natürlich den lieben, mit der Rolex-Krone im Gesicht ausgestatteten Montinius, aka Monte, der Allerechte, aber ja, jemand Bekannteres würde mir jetzt nicht einfallen. Frage 9. Würdest du sagen, du gehst gut mit deinem Geld um? Also das ist... Ich würde sagen, ich gehe sehr gut mit meinem Geld um. Ich würde sagen, dass ich no joke überdurchschnittlich gut mit meinem Geld umgehe, weil ich das nicht ausgebe, außer für Arbeit und für Investment. Ja, GameStop, Freunde, vergessen wir das. 2000 Euro Tauchausrüstung.
Aber Taurus-Rüstung, das ist halt für YouTube. Das halte ich für schlau. Da ganz trocken, ja. Also ich habe hier und da in der letzten Zeit ein paar Sachen abgefuckt, so investmentmäßig, muss ich sagen. Da wurden auf jeden Fall einige Losses gemacht. Besser geht wahrscheinlich immer, aber ich bin keiner, der sein Geld zum Fenster rauswirft und ein Lebemann ist wie andere. Ne? Ab und zu gönnt man sich auch mal eine schöne Klamottenbestellung. Aber das Gute ist ja, Ehrenbruder InScope und Trimax, die statten einen ja immer ganz gut aus. Ja, auch dafür gebe ich quasi kein Geld aus. Ich kaufe quasi nichts. Aber ansonsten eigentlich schon. Also ich habe mehr als 50% von meinem Networth angelegt in Aktien. Relativ gestreut auch, beziehungsweise halt so in ETFs und so. Wie ihr wisst, habe ich ja schon gefühlt in jedem Video erwähnt. Also ich habe mir eine Uhr geholt, das war eine Wertanlage. Die andere Uhr ist so ein bisschen als Erinnerung gewesen. Aber sonst habe ich mir selten dumme Sachen geholt, abseits von meinem Auto. Sonst gebe ich wirklich nicht viel Geld aus. Ich habe mir seit dem Hustle vor 2,5 Jahren, habe ich mir eine schöne Uhr gegönnt. Und dann noch die zweite Uhr, also die Rolex. Und einen richtig großen Flat-TV, den würde ich auch so als Luxusartikel einordnen. Und ansonsten halt einfach die Wohnung möbliert. Ne? Da ist eigentlich das meiste Geld für draufgegangen. Und ansonsten alles gespart und angelegt. Also ich würde schon sagen, ja. Dass sie gut mit ihrem Geld umgehen, hat so großen Einfluss darauf, ob sie weiterhin YouTube-Videos machen und damit erfolgreich sind. Geldprobleme lähmen. Das lähmt richtig krass. Bevor ich YouTube-Videos gemacht habe, hatte ich das, dass ich echt so... Ich wurde von meinen Eltern supported fürs Studium, bin aber parallel nicht arbeiten gegangen und wollte aber mit YouTube starten und wollte dann, okay, für dieses Video brauche ich aber 300 Euro und keine Ahnung was. Dann habe ich das Geld an irgendwelchen Stellen ausgegeben und dann war es so, dann kam die nächste Miete und ich war so, Bro, ich habe kein Geld für die Miete. Und dann war ich ernst für ein paar Tage wie so in Schockstarre. Und anstatt, dass ich direkt irgendwo in den Laden gegangen bin und gesagt habe, ey, kann ich hier irgendwas arbeiten? Kann ich irgendwie wieder Kohle reinholen? War ich dann so gelähmt und habe so mäßig darauf gewartet, dass irgendwas passiert. Aber es ist nichts passiert. Ich meine, so dummes Beispiel, aber so ein KS-Freak, so man kann ihn mögen oder nicht, aber der hat sehr gute Ideen gehabt. Der hat einen guten Grind gehabt. Seitdem der diese Geldprobleme hatte, ist der irgendwie komplett weg vom Fenster. Keine Ahnung. Ganz gut mit meinem Geld um. Man kann ja das Leben genießen, Geld ausgeben, aber etwas zurücklegen ist immer wichtig und richtig für jeden. Wenn ich im Monat Summe, sagen wir mal, im Monat verdiene ich 1000 Euro, dann nehme ich 950 Euro und investiere die. Und die anderen zahle ich halt meine Fixkosten. So, ich gebe gar kein Geld aus. Frag. Ja, das geht halt in so einem Maß natürlich auch nur, wenn so viel Kohle reinkommt, dass die 5%, die Eli gerade angesprochen hat, halt immer noch ein paar tausend Euro sind. Was hast du am meisten an der Influencer-Branche? Das Ding ist, ich feiere die Branche halt übelst krank ab. Deswegen fällt es mir schwierig, irgendeinen Negativpunkt zu sehen, weil ich über viele Negativpunkte hinwegsehe und so denke, ach, scheiß drauf. Ich hasse Instagram-Stories, richtig, aber das hat nichts mit der Branche zu tun. Ich habe damit nichts zu tun, aber ich hasse so dumme Verhandlungen. Es kommt eine Firma, die sagt, wir wollen gerne ein Video bei dir haben. Dann sagst du, okay, wir brauchen 10.000 Euro dafür. Dann sagen die, oh, ja, scheiße, wir haben aber nur 3 übrig. Dann sagst du, ja, okay, dann geht's leider nicht. Dann sagen die, ja, okay, wir haben doch 10. So, das ist eine normale Verhandlung, ne? Das passiert in vielen anderen Branchen. Aber wenn das so ein bisschen mehr auf Augenhöhe passieren würde und man sich nicht gegenseitig in die Tasche lügen müsste, fände ich es 400 Mal geiler. Aber ich habe damit nichts zu tun, weil ich mache das nicht mehr selber. Also ich glaube, die Frage ist so gestellt, dass man quasi sagt jetzt sowas wie, ja, alle sind fake oder so. Oh, das ist eine coole Frage. Also am meisten von dieser ganzen Influencer-Branche hasse ich, glaube ich, diese Hate von Zuschauern, die einfach wirklich dumm sind, meiner Meinung nach. Ich glaube, für mich sehr gut geschnitten. Persönlich hasse ich am meisten, dass alles, was man macht, halt immer bewertet wird von Zuschauern. Aber das ist auch gleichzeitig das, ja, gut, aber das, was ich am meisten feiere daran. Das ist so ein bisschen der das Twist hier. Ist genau das, also die beiden haben genau das Gleiche gesagt. Kann ich auch verstehen. Einfach, weil es einem persönlich so nahe geht. Dieses stumpfe Beleidigen ist ja okay, aber da gibt es Leute, die gehen sehr doll unter die Gürtellinie, die wünschen dir und deiner Familie das Schlechteste, die wünschen dir da teilweise den Tod. Also dieser Hate, der nervt mich schon sehr doll. Keine Ahnung, zum Beispiel dieses Hugo-Thema damals, da haben die Leute so einen 10-Sekunden-Ausschnitt gesehen aus einem Stream oder so und sind da jetzt komplett davon ausgegangen, dass... Ja, ich würde das wahrscheinlich auch ein bisschen härter sehen, wenn ich schon mal so einen richtigen Shitstorm gehabt hätte. Hatte ich zum Glück nicht. Egal, was du machst irgendwas und die Leute finden das
scheiße. Da gibt's Leute, die finden das scheiße. Und anstatt darüber hinwegzusehen und zu sagen, ey, ist nicht meins, was der da macht oder keine Ahnung was, wird dann so gehatet und so. Aber man ist eben in der Öffentlichkeit, das gehört wahrscheinlich so ein bisschen dazu. Dass ich übelst der Bastard bin als Beispiel. Aber ich würde selber... Kann ich aber bestätigen, dass er es ist. Eigentlich nicht sagen, dass ich jetzt der übelste Knecht bin, bis vielleicht auf ein paar Sachen. I don't know. Ja, keine Ahnung. Ich nehme mir dann halt persönlich sowas ein bisschen zu sehr zu Herzen auch manchmal. Nehme mir aber auch gleichzeitig diese positiven Sachen übelst zu Herzen. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert, wie gesagt. Aber ja, ich glaube, das ist das, was mich persönlich am meisten abfuckt. Dass so ein bisschen der Ruf von uns Influencern, beziehungsweise ich nenne mich gar nicht mehr so, ich nenne mich lieber Content Creator, das klingt für mich einfach noch ein bisschen cleaner, ne? Influencer ist so ein negativ behaftetes Wort geworden, wegen sehr, sehr vielen Influencern, die halt wirklich für jeden Scheiß Werbung machen. Egal was, Hauptsache es bringt Kohle. Da wird auch jeder Skandal mitgenommen, scheißegal, Hauptsache irgendwie ein bisschen Promo, ne? Und deshalb ist halt so der Ruf ein bisschen, ja, negativ behaftet mittlerweile. Finde ich mega schade, weil gerade bei den Instagram-Frauen-Communities, da sind halt wirklich kleine Mädchen, ne? Die werden da so teilweise mit Pepega-Produkten ausgenommen. Das tut mir ein bisschen weh, ne? Ist natürlich jetzt nicht meine Bubble, aber das finde ich echt ein bisschen schade. Mhm. Eigentlich wollen die meisten nur Leute zum Lachen bringen, euch ablenken, Traum verwirklichen, und da gibt es dann halt Leute, die der Meinung sind, dich einfach so zu haten, und klar, hast du, wie gesagt, mehr Leute, die dich mögen, aber das nervt schon. Das ist ein Thema, was mich sehr, sehr nervt. Ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime. Dankeschön nochmal an Gavin, dass ich dabei sein durfte, und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, war geil, dabei zu sein. Danke für die Einladung. Grüße gehen raus, Mann. Freunde, in dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Video. Geil, das war wirklich ein sehr, sehr nice Video.